herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hot Sky. Und ich dachte mal, ich zeige euch mal wieder den Fortschritt, der passiert ist. Die Plattform hier hat sich ganz schön verändert. Sie ist größer geworden. Meine Erstproduktion läuft wieder. Können wir uns mal vom Nahen angucken. Gut, momentan wird nicht weggesendet, warum auch immer, warum steht der Empfang eigentlich? Du sollst nicht empfangen, du sollst senden. Gut, da ist wohl in den Einstellungen etwas falsch gelaufen bei mir. Und sagen senden, und sollte es hier gesendet werden, hoffe ich zumindest. So, das heißt, die Sachen gehen automatisch weg. Hier wird die Hühnerkacke gesammelt und auch weggeschickt. Dann Lava-Produktion wieder angeschlossen, da ich viel Obsidian brauche. Funktioniert automatisch. Hier werden die Steine geschmolzen. Und wie ihr seht, läuft es perfekt. Hier ist jetzt der Platz, wo wir nachher Rücksporte machen. Wozu wir das momentan noch brauchen, weiß ich nicht. Und ja, den Rest kennt ihr eigentlich schon. Ach ja, ich habe noch ein paar Endoflames gebaut, damit hier denn die Mana-Produktion etwas schneller funktioniert. Gucken wir mal, ist noch was drin, ist noch gut drin. Jo, das zum Thema, was habe ich in der letzten Zeit hier nochmal gemacht, vom letzten Video. Und es läuft auf jeden Fall, ne? Also wir kommen voran. Ich werde auch noch einen neuen Mod installieren, der nennt sich Mine Colonies. Dann werden wir virtuelle Mitspieler bekommen. Nicht nur die, die uns töten, sondern das sind dann halt, die bauen Holz ab und sowas alles. Also die werden eine Menge Spaß mit uns haben. So, schmeißen wir das mal alles weg. Dann dachte ich mir, wir werden mal ein paar Lootboxen heute öffnen. Loots öffnen? Nein. Hier reinhauen. Schauen wir mal, ob was Vernünftiges rauskommt. Vielleicht was wir brauchen können. Und dann würde ich mal sagen, werden wir heute in den Nether gehen, nachdem wir so viel Obsidian haben. Naja, ein paar Sachen, die können wir auf jeden Fall hier brauchen. Und sonst die Bücher haben wir schon so viele. So, hauen wir mal die nächsten rein. Jetzt können wir mal welche runterschieben. Sachen können wir hier brauchen, wird wirklich gebrauchen, aber ist sehr viel Mist dabei wieder mal. Und die wollen wir auch eigentlich nicht mehr. Gut, dann habe ich mein Bett gelassen. Ja, den habe ich beim letzten Mal, als ich gespielt habe, nach oben gestellt, weil zu viele Monster gespawnt sind. Ah, so dachte ich mir, ab nach oben, da sind keine Monster. In Sicherheit. So, das ist jetzt erstmal voll.
Gut, eigentlich können wir ja momentan fast gar nichts davon gebrauchen. Aber gut, packen wir einmal erstmal weg, vielleicht brauchen wir es ja doch irgendwann mal. Gut, von den Botanienbüchern habe ich jetzt inzwischen schon, glaube ich, 10 oder 20 Stück. Muss man ein bisschen leer machen, dass neue rein können. Oh, ich stimme mit meiner Maus gerade nicht so. Und dann machen wir mal gleich die guten rein. Vorher lernen wir nochmal unser Inventar. Und ich sag mal auf und schauen mal, was die guten können. Viele sind sie nicht. Waren die guten, oder? Okay. Oder auch nicht, okay. Hat sich ehrlich gesagt nicht wirklich gelohnt. So gut, wir können wieder ein paar Bäume anpflanzen, aber das konnten wir glaube ich auch schon vorher. Wir gucken mal, ob wir noch ein paar Lootbags haben. 18 Kacke Lootbags. Die müssen wir aufwerten. Ne, das wird leider nicht passieren. So. Okay. So viel haben wir davon also auch nicht. Jo, wie gesagt, wir werden jetzt dafür sorgen, dass da in Zukunft neue Bewohner kommen. Wir werden Aquacraft jetzt weitermachen. Mal gucken, ob ich da hinkomme. Nein. Und zwar würde ich gerne die Rüstung haben wollen. Allerdings ist es nicht so einfach, diese Rüstung zu kriegen. Weil wir dafür zum Beispiel einen Netherstar brauchen. Und die Old Apple. Rüstung geben. Achso, das waren die. Die können wir noch abbauen, brauchen wir gerade nicht. So. Mal gucken, wir haben jetzt 100. Kann ich mir so die Schuhe machen? Nein. Wenn wir die Schuhe müssen, dann würde ich nicht können. Cool.
der Bevölkerung noch ein bisschen mehr, um diese Rüstung zu bauen. Die normale Rüstung bauen. Und dann später können wir aus der normalen Rüstung. Wir müssen so oder so erstmal die Dinge. Wie gut, dass meine so rot, grün, gelb. Wir müssen so oder so erstmal zacken. Wir können uns einen Haufen Sachen und die machen wir die Dinge. Der Ernst ist zu uns folgt. Okay. Steht uns Gold. Wo ist eigentlich dieser Superofen? Oder so Gold nur noch ein. Ich krieg jetzt am schnellsten Gold hin. Es gibt einen Superofen. Mit dem Baum. Okay. Braucht der Strom oder so? Natürlich. Machen wir einfach mal Gold drauf. Gucken, wie es aussieht, wie schnell der ist. Der ist nicht wirklich der schnellste, also. Schneller als gar nichts, aber. Es gibt nur noch einen. Wir könnten. Thank you.
Kartoffelfritter Ofen. Also, den Gerät. Und dafür brauchen wir einen Netherstar. Und wir brauchen bunte Öfen. So, von den Monster wieder kommen. Schnell ins Bildchen. Jetzt hätte es auch Zeit, ein bisschen durchzuschwachen und alles. Davon haben wir schon zu wenig. Problem. Ich überlege gerade, wie war denn mit dem Blauen? Achso. Wir müssen halt komplett vom Grün ausgehen. Weil davon haben wir so viele. Und da ist der Christoph. Also, ich habe eigentlich noch Kristall da. Ja, ich frage nur, wo ist der? Hier ist er. Also, das wollen wir jetzt nicht durchmachen. Diesen Ofen haben wir nicht da. Auch der ist schon viel, viel. Guter, besser meine ich. Ja, einfach eingeben, ne? Nun, rot, das ist super, rauchenblau. Jetzt müssen wir mal grün umfassen. Also wir packen den mal hier rein. Dann den und den. Gehen wir runter. Suchen diesen Kristall nochmal. Ja, haben wir den Kristall noch? Oder wenn die alle aufgelaufen sind, dann haben wir. Ich kann erstmal rausschmecken. Solange sie da dabei sind. Und dann wird es mal ein bisschen voller machen hier. Und da werden die übrigens auch alle und der Kristall übrigens auch. Den hat man nicht.
nur ein paar Kristalle machen. Na gut, dann werden wir auch ein paar Kristalle machen, allerdings erst später. Erstmal. Ich finde ihn schon wieder nicht. Hab ich da eben gesehen. Unbedingt ausmüllen. Ich hab da einen Haufen Müll drin. Oder nicht noch einer. Raus. Und hier wieder rein. Da wird nicht viel übrig sein. Und dann war jetzt rot. Jetzt können wir mal hier unten noch schmeißen. Also. Und wir haben einen roten Ofen. Der ist jetzt um 100% extraktiver und der ist immer mit schwarzen. Und der bricht uns das Genick. Vorteilhaft ist, wir können jetzt den hier einfach mal ranstellen. Braucht der Strom, denn der braucht Kohle und Co. Ja, das ist meine Frau, die schon wieder nicht weiß, dass ich aufnehme. Jetzt weiß sie es. Die kann nicht hingehen brauchen. Die ist krank. Die hat vergessen, Bescheid zu sagen. So, jetzt schmeißen wir da Kohle rein und ey Leute, das, der haut ja richtig rein, der Ofen. Was macht erst der andere? Wenn wir jetzt irgendwas brauchen, dann ja, ich war jetzt nicht einfach drin, ne? Schuko? Nein, wo ist denn jetzt die Rüstung hin? Den hatten wir, den wollten wir haben. Das war ein bisschen doch hier. Lapis, Lot, haben wir Lapis? Haben wir. So, was fehlt uns noch? Das Dunkelgrün. Dann reichen und wir haben von ein zu wenig, also wieder raus. Und den coolste genommen, da war übrigens Leute, am Wochenende mache ich einen Livestream. Ich würde mich freuen, wenn ihr noch vorbeikommt, dass wir zusammen ein bisschen Party machen können. Wir spielen übrigens
Wollt ihr raten? Nein, natürlich können wir nicht, wollen wir raten, aber ihr dürft raten. Was für Spiel. So, da haben wir den. Hier brauchen wir und wir brauchen das Infirium-Seed. Wir haben viel zu wenig. Und da sind sie schon alle. Ja. Nehmen wir euch. Wollt ihr mich rollen? Mal 12,6 reichen jetzt, ne? Wir sollten so oder so stackweise von dem Mist machen. Sehe ich gerade. Die haben wir jetzt, das wollen wir so im Blau haben. Natürlich. Das riecht alles nicht. Wir werden uns einen neuen Kristall machen müssen. Weil der geht jetzt hin, den dann auch. Gut, nochmal wie ich finde. Und dann machen wir noch mal ein paar Grüne. Gehen wir mal raus. Was nehmen wir in der Mitte? Aber eigentlich sollten wir die mal anders machen. Gehen wir hier ran. Nehmen wir das Ding raus. Ne, geht ja nicht, weil der Kristall nicht erkannt wird. Da wurde der Kristall ja nicht erkannt, das funktioniert ja nicht. Leider Gottes. Gearblock. Brauche ich 3 Gearblöcke. 1. Das sind schon wieder alle Leute, nee, ne? Machen wir doch ein bisschen mehr Kosten. Hier nehmen wir gleich mal den Crystal. Das sind nicht alle.
Genau. Du wirst auch ein Schlüssel brauchst, oder? Ja. Die nächste Stufe. Das Problem ist, dass immer weniger werden dadurch. So, 10 ziehen wir mal runter und dann suchen wir uns wieder das blaue Herz. Wir sind schon wieder alle. Ist das jetzt ein Witz? Ne, so. 3 und jetzt kommen wir zum roten. Das können wir nicht machen, weil uns ein Letterstar fehlt. Jedenfalls fehlen uns 3 Netherstars und von den roten Fans so oder so noch was, damit wir mehr machen können. So, das bleibt uns jetzt nicht anders übrig als von 3 Netherstars. Wir brauchen Witterschelle. Davon aber ein paar. Davon brauchen wir alleine 3. Dann brauchen wir sehen dann und viel Mut. So, dann brauchen wir noch, wo haben wir denn Obsidian? Obsidian Proof. Alles, was wir nicht brauchen, entsorgen wir mal auf der Schnelle hier. So, jetzt kommt zu dem, was ich eigentlich nicht so schnell machen wollte, aber wir müssen einen Widder killen. Und zwar nicht nur einen, nein, wir brauchen gleich 3 an der Stück, an der Zahl. Warum sind da nicht Monster? Wollt ihr nicht explodieren oder könnt ihr nicht explodieren? Wir wollen nicht explodieren. So. Auf wird erschrocken. Läuft bei mir. Wenn ich sie gesehen habe. Wo ist denn das Skelett? Manchmal ist es komisch. So gut. Haben wir hier 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So sind 4, ne? Mal schnell voran hier.
Den. So, jetzt müssen wir mal gucken. Aber wird noch nicht hoch genug. Noch eine Reihe nehmen. Und gucken, dass sie sich da nicht rausbacken. Hier. Müsste genau reichen. Wenn er sich da rauspackt, dann muss ich leider beenden. Und den anderen mal weitermachen. Vielleicht erst im Livestream. Also da bin ich ganz ehrlich. Aber ich denke mal nicht, dass ich es da rausfangen sollte. Das Ding sollte wieder fest sein. Wieder fest, aber tödlich für mich. Aber gut, wenn er wieder tot ist, dann werden wir so oder so die Runde beenden. Aber wie gesagt, ich habe echt Angst. Von hier unten noch ran. Da runter. Und er ist da. Ja, wieder. Und zwar der Bacon Donald wieder. Der hat sich da rausgebackt. What the fuck? So, jetzt lässt sich leider nicht verändern, aber gut, wir sind so schon bei 38 Minuten. Ich habe ein Problem. Welche Kummerstern sollte denn? Ist das ganze Ding beendet? Also, für jetzt beendet. Und der Panda, warum ist der eigentlich rausgepackt da? Der hat meine Hühner im Visier. Ja. Der wird jetzt alle meine Hühner killen. Wenn ich den jetzt nicht gekillt kriege. Ach, den kriege ich jetzt nicht so gekillt, das muss ich leider Gottes anders tun. Und damit beende ich erstmal die Folge. Wir haben wiederum zu fliegen. Der sich da rausgepackt hat. Wundervoll. Wie gesagt, ich werde das Ding mal offscreen killen. Was würde das machen? Achso, das ist gleich. Eigentlich müsste ich nicht speisen wieder. Okay, eigentlich hätte der da auch gar nicht rauskommen dürfen. Versuchen wir noch einmal, wenn wir jetzt wieder nicht schaffen, dann ist der ganze Spaß zu Ende. Also jetzt zu Ende. Aber da ich keine Rüstung nichts habe,
werden wir wahrscheinlich jetzt so haben, dass wir jetzt nicht weiterkommen. Aber so werde ich jetzt die ganze Zeit probieren müssen. Ja, das wird jetzt ein langer Tag. Also Leute, wie gesagt, ich bin erstmal raus. Ich muss das Ding irgendwie kalt machen. Also, ciao, ciao Leute, bis später.